Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Dezember-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Dezember gestalten möchte, was auf dich zukommt, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video gibt es selbstverständlich wie immer eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Schauen wir uns vorab an, was die geistige Welt für Botschaften an dich richtet, bevor wir dann ins Detail gehen mit den Karten. Der Wassermann. Unendliche Weite erwartet dich. Grenzenlose Weite. Das kann überfordernd sein, wenn man dies wahrnimmt. Ein Problem löst sich wie von selbst, beziehungsweise du siehst es nicht mehr als Problem an. Im Gegenteil, dieses Thema ist für dich wie ein Wegweiser. Du wirst diesen Weg nicht weiter folgen. Du wirst erkennen und eine für dich vollkommen neue Richtung einschlagen. In deinen Interessengebieten nimmst du etwas Neues mit auf. Es ist etwas, was dich, sie sagen, was dich verfolgt, aber sehr, sehr positiv zu verstehen. Es verfolgt dich, es hat dich schon lange verfolgt, doch du hast ihm keine Beachtung geschenkt. Und jetzt ist es mit einem Wabawum da und ja, du widmest dem deine Aufmerksamkeit. Ja, so ist es. Lieber Wassermann, du bist zwar in dich gekehrt, aber nicht auf Rückzug. Du wirst bemerken, dass du... Wow, sie sagen, für einige von euch gilt es, dass ihr im Dauer-Channel-Modus seid. Das heißt, dass euer Kanal, euer Grundchakra sehr weit offen ist und ihr sehr, sehr viele Downloads empfangen könnt, sehr, sehr viele Nachrichten empfangen könnt. Ihr kümmert euch vermehrt um euer Wohlbefinden, um eure Gesundheit, um Seelenpflege, Körperpflege. Es geht auch um eine Verbindung. Wir haben hier wieder den Ring. Soweit ich mich erinnere, war das im November, Oktober oder November für euch schon sehr, sehr ausschlaggebend. Ihr möchtet sesshaft werden, ihr möchtet ein Haus bauen, ihr möchtet verbinden. Ihr möchtet etwas, was es mit dem Ring auf sich hat, unter ein Dach bringen, unter einen Hut bringen, auf einen Nenner bringen. Entscheidungen. Dieses Neue, was euch schon lange verfolgt und was jetzt mit einem Wawawum da ist, es hat mit eurem Verstand, eurem Grundchakra und euren Händen zu tun. Es ist etwas, was euch von Anbeginn der Zeit innewohnt und ihr beginnt nun, wow, es zu akzeptieren. Ja, ich würde sagen, bei vielen von euch wird im Dezember die
Heilenergie aktiviert über das, was ihr aussprecht, über das, was ihr anfertigt und kreiert. Ihr bekommt eine Vision, beziehungsweise ihr habt diese Vision schon und ihr verfolgt diese Vision. Sehr, sehr interessante Karten. Wir gehen sehr in die Spiritualität hinein, lieber Wassermann. Das Einzige, sage ich vorab, das Einzige, was euch in euren Vorhaben im Dezember abhalten kann, und vor allem im Dezember plant man ja schon irgendwie so das Jahr, was möchte ich erreichen, wo soll es hingehen, was möchte ich verändern. Das Einzige, eine Karte möchte ich dazu noch, das Einzige, was euch von euren Plänen abhalten kann, ist Angst, Zweifel, negatives Denken. Hab keine Angst, es wird grandios. So, im Dezember sehr selbstfokussiert, selbstzentriert. Ihr erkennt, dass alles in euch, um euch herum, was auf euch zukommt, was von euch geht, alles macht einen Sinn, alles hat einen Sinn. Ihr seid nun im Dezember so weit, dies zu erkennen, den Sinn hinter den Dingen, hinter den, wie kann ich euch sagen, hinter den Begebenheiten zu erkennen, und ihr erkennt, wie ihr verändern könnt, beeinflussen könnt. Bei dieser Karte sage ich immer, eine Verbindung wird gestärkt. What comes around, goes around. Doch die Verbindung zu euch selbst. Ihr erkennt in euch eure Kraft, euer Potenzial. Sie sagen, es kommt ganz darauf an, auf welchem Weg du bisher warst, an welchem Punkt du stehst in deinem Leben. Bei manchen ist es nur ein Bruchteil dessen, was wirklich da ist. Und bei anderen ist es wabawum plötzlich komplett da in seiner ganzen grandiosen Größe. Und ihr dürft darauf blicken. Achte auf die Zeichen der Zeit, sagen sie. Du hast vor langer Zeit, langer, langer Zeit, einen Samen gesetzt, immer die Vision gehabt oder immer das Gefühl in dir gehabt, das wird so kommen. Die Vision, verfeinere sie, halte das Ziel vor Augen, verliere es nicht aus den Augen. Du kannst erreichen, was du möchtest, sofern du aufhörst, daran zu zweifeln, Angst zu verspüren, auf dass du dies niemals erreichen wirst. Das ist das Einzige, was dich abhält. Die Karten sind so gut, dass ich denke, du wirst wirklich dich von nichts und niemandem abhalten lassen. Jemand in den Bergen, der deine Vision teilt, man beachte hier bitte, es fällt mir gerade auch auf zum ersten Mal, ein Licht in den Bergen, seht ihr das hier? Ein Licht in den Bergen, eine Person steht darin, sie wartet. Ihr macht euch auf den Weg, ihr habt euch auf den Weg gemacht und ihr werdet hier hochkommen. Man wird euch mit offenen Armen empfangen, dort seid ihr sicher, ihr wägt euch in Sicherheit. Die Nacht bringt Rat.
Ja, diese Karte. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ihr findet ein großes Stück weiter zu euch. Ihr, vor allem habt ihr die tiefe Gewissheit, eine positive Aussicht auf die Zukunft zu haben. Ihr sprengt die Mauern. Ihr befreit euch, indem ihr erkennt, indem ihr annehmt, indem ihr zulasst, dass ihr über euch hinauswachsen dürft. Indem ihr euch selbst erlaubt, ein neues Gewand, also im übertragenen Sinne, metaphorisch, anzuziehen. Belastendes darf abfallen. Ihr steigt empor. Gut möglich, dass ein Umzug stattfindet, dass eine Reise stattfindet. Gut möglich, dass ihr eine Sehnsucht habt nach einer Verbindung. Ihr überlegt, was nehme ich mit, was lasse ich hinter mir. Im Dezember wird es sehr windig zugehen, sehr stürmisch, aber positiv. Der Wind, stell dich in den Wind mit ausgebreiteten Armen. Lass dich vom Wind tragen, lass, dass der Wind dir alles nimmt, was dich belastet, was dir nicht mehr länger dienlich ist. Man sagt immer, das, was bleibt, sind die Erinnerungen. Doch selbst die Erinnerungen werden verblassen, lieber Wassermann. Ein neues Kapitel beginnt bei dir. Es ist, als würdest du mit der Vergangenheit abschließen. Du bemerkst schon seit einiger Zeit, nicht nur Monaten, einige von euch seit einigen Jahren, dass du in einer Veränderung bist, dass du dabei bist, dich wirklich umzuorientieren. Auch wenn du oft nicht wusstest, wo es für dich hingeht, was loszulassen ist, an was überhaupt zu denken, gar zu glauben ist. Der Dezember bringt dir Antwort, sehr, sehr viel Antwort. Du darfst Heilung erfahren, du darfst auch andere heilen. Du kannst mit deiner Macht der Fantasie alles kreieren, dir alles vorstellen. Und das, was vorstellbar ist, ist auch umsetzbar. Du hast hier eine, hier steht ein treues Herz, einen Partner auf Augenhöhe, der dich hier unterstützt und begleitet. Man verbindet. Man ist räumlich gut möglich getrennt, doch man ist sehr stark verbunden. Ich höre bei einigen von euch, man trennt das, was dazwischen steht, auf das eine komplette Union stattfinden kann. Im Innen oder im Außen, wende es an, wie du möchtest. Ich bekomme meinen Reizhusten. Entschuldigt bitte. Ihr wisst, mein Reizhusten deutet immer auf Kommunikationsprobleme hin. Doch in diesem Fall ist es, dass jemand Pläne hegt und diese nicht ausspricht. Diese Pläne können dich ermüden, insofern, weil du vehement versuchst, sie aufs Beste, aufs Perfekte aus dir auszudenken, auszumalen, auszuklügeln. Doch diese Person holt dich immer wieder ein. Und
lässt den Tropfen der Weisheit in dir immer mehr zum Vorschein kommen. Was ist der Rede wert und was nicht? Wenn König und Königin sich gefunden haben, entsteht ein Reich, das fruchtbarer nicht werden kann, nicht sein kann. Ja. Die Vision, das Ziel, das du hast, entspringt deiner inneren Wahrheit in Liebe mit offenem Herzen. Deswegen lasse dich doch nicht entmutigen von deinen Zweifeln, von deinen Ängsten, wenn du doch schon so lange in dir weißt, was richtig ist, was sein wird. Bedenke immer, dass du dir alles manifestieren kannst, was du möchtest. Hier haben wir die Weisheit, hier haben wir die aktive Handlung. Verbinde die Weisheit mit der aktiven Handlung, auf dass du Resultate siehst, auf dass du deiner Vision ein ganzes Stück näher kommst. Die Weisheit vor allem, sie weisen mich darauf hin, schaut her, die aktive Handlung sitzt hier auf dem Imperium. Die Weisheit, sie schwebt. Die Weisheit, unter sich ein Nichts. Du wirst dazu aufgefordert zu springen. Die aktive Handlung soll hier auf dieses Drahtseil, es ist ein goldenes Drahtseil, auch wenn du dich ausbalancieren musst. Auch wenn Unsicherheit herrscht, die Weisheit ruft dich hier raus und sagt, komm, spring auf dieses goldene Drahtseil. Es ist aus Draht, sehr soliden, festen Draht, Stahl, was auch immer. Es wird dich tragen. Balanciere dich aus, du wirst nicht fallen. Das hier ist deine Komfortzone. Spring, geh zur Weisheit, sie wartet auf dich. Hier, zwei Eulen. Die eine hat die innere Wahrheit, die mit der Liebe verbunden ist, die dich ruft, die sagt, hier ist die Zukunft. Super leid, sie weisen mich jetzt noch hier darauf hin. Hier ist die Zukunft. Eins, zwei und hier das treue Herz. Auch sagen Sie mir noch, das, was von dir abfallen darf, die ganze Last, du die Entscheidungsmöglichkeit hast, selbstverständlich jeden Tag aufs Neue, mit welchem Gewand ziehe ich mich an. Doch das energetische Gewand wird komplett erneuert, lieber Wassermann. Du entblößt dich, du entblätterst dich. Und ich meine mich zu erinnern, im November ging es um das Schälen, also im versinnbildlichen Sinn, oh. Ja, im übertragenen Sinne, sorry, um das Schälen der Zwiebel, Schicht für Schicht, um an ihren Kern zu kommen. Hier, es geht so weiter. Es darf abfallen. Auch hat es mit dem Ego zu tun. Was will da, wollte das Ego bisher? Was will das Ego? Du schaust genau hin und das darf gehen, weil du erkennst, es hat nichts mit deinem höchsten Wohl zu tun.
befragen wir das Tarot für den Wassermann. Und eines Tages wurde es Licht. Und die Freiheit so grenzenlos. Falls ich mich recht erinnere, waren das ja auch Anfangsworte dieses Videos. Ja, einen großen Schritt weiter in deine ureigene Freiheit, in die Freiheit deiner Seele. Deine Seele schreit nach Freiheit, ruft nach Freiheit. Was ist die Freiheit deiner Seele, lieber Wassermann? Was lässt deine Seele diese Freiheit spüren? Was wäre das? Lebensfreude, Leichtigkeit, Geselligkeit, feiern, das Leben feiern. Und danach hast du Sehnsucht. Das Leben feiern in deiner Größe, in deiner Wahrnehmung der Leichtigkeit, des Genusses, des sich treiben Lassens. Doch um aus dem Kelch der Leichtigkeit und der Liebe trinken zu können, musst du aufstehen, aktiv werden, denn ansonsten kann das Geschenk, das dir hier überreicht werden möchte, dir nicht überreicht werden. Du sehnst dich an einen anderen Ort, innerlich oder äußerlich. Ja, die Reise. Bewusst beginnt sie und lieber Wassermann, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Du entscheidest dich, die Reise anzutreten. Du stehst nicht mehr zwischen den Stühlen. Denn du erkennst, worauf es für dich ankommt. Die Notwendigkeit der Dinge. Ja. Der Wassermann, er wird kundtun. Wir schauen, was. Im Extended geht es weiter, lieber Wassermann? Endlich ist die Entscheidung, die du schon dieses ganze Jahr in dir trägst, nicht wissend, soll ich nicht, wie, wann, wo, warum, im Dezember fällt endlich die Entscheidung. Das Neue wird geboren, manifestiert und kundgetan. Bis gleich, ich freue mich auf dich, lieber Wassermann. Ciao!